Neurodermitis. Schon seit ihrer Kindheit leidet Martina Ochse aus Kassel an der chronischen Hauterkrankung. In den schlimmsten Phasen sieht ihre Haut aus wie auf diesen Bildern. Ich leide sehr darunter, weil die Haut ungemein gespannt ist und immer wieder kratzt. Das sind richtige Juckattacken, und in denen ich ganz viel kratze und ich auch das Gefühl habe, es wird gar nicht besser. Martina Ochse hat eine lange Ärzte-Odyssee hinter sich, bis sie eines Tages auf Uwe Siedentop trifft. Der Arzt für Naturheilverfahren hat eine Vermutung. Martina Ochse soll eine Stuhlprobe abgeben, denn möglicherweise könnte ihre Neurodermitis von fehlenden Darmbakterien ausgelöst worden sein. Wenn wir bei der Frau Ochse eine Stuhluntersuchung vorliegen haben und der Befund entsprechend auffällig ist und wir entsprechend auch eine Darmsanierung in Form einer mikrobiologischen Behandlung einleiten, dann ist zumindest die Chance gegeben oder auch die Vermutung sehr relativ hoch, dass sich das Hautbild dadurch deutlich verbessern kann. Fehlende Darmbakterien als Krankheitsursache, kann das wirklich sein? Hier am Herborner Institut für Mikroökologie werden Stuhlproben aus ganz Deutschland untersucht. Forscher wie Andreas Schwierz sind sich sicher, ein falsches Gleichgewicht an Darmbakterien kann tatsächlich Krankheiten auslösen. Bis in die 80er Jahre hat man gar nicht erkannt, dass es auch gute Bakterien im Darm gibt. Mittlerweile weiß man, dass die Bakterien eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit spielen. Doch was macht die Forscher so sicher, dass ausgerechnet Darmbakterien unsere Gesundheit erheblich beeinflussen? Viele denken, dass die Haut die größte Kontaktfläche zur Außenwelt ist. Dem ist aber nicht so. Der Darm hat eine viel größere Kontaktfläche. Würde man den Darm ausbreiten, so wäre er bis zu 500 Quadratmeter groß. So groß wie 2 Tennisplätze. Der Darm ist also das größte Einfallstor unseres Körpers für Krankheitserreger. Doch er kann sich dagegen gut wehren. Mit Darmbakterien. Etwa 500 verschiedene Arten besiedeln den Darm. Insgesamt sind es 10 Billionen. Eine riesige Menge. Sie machen unglaubliche 2 Kilogramm unseres Darmgewichts aus. Doch die Bakterien sind keine Last. Im Gegenteil. Darmbakterien helfen dabei, unsere Nahrung aufzuspalten, indem sie lebenswichtige Stoffwechselprodukte, Enzyme und Vitamine produzieren und in den Organismus transportieren. Sie bekämpfen zudem krankmachende Viren und Bakterien, indem sie diese an sich binden und unschädlich machen. Und Darmbakterien bilden eine Barriere an der Darmschleimhaut und verhindern dadurch, dass giftige Substanzen über die Darmwand in unseren Organismus gelangen. Forscher wie Andreas Schwierz gehen deshalb davon aus, dass die Arbeit der Darmbakterien bis zu 70% unseres Immunsystems ausmacht. Ja, der Darm ist ein eigenes Mikroökosystem. Und man weiß heutzutage, dass wenn bestimmte Bakterien in diesem System fehlen, das auch einen Einfluss auf das Immunsystem hat. Heißt das also, dass wir durch fehlende Darmbakterien schneller krank werden können? Tatsächlich gibt es Studien, die das bestätigen. Es soll Zusammenhänge zwischen fehlenden Darmbakterien und grippalen Infekten, Allergien, Diabetes, chronischen Darmentzündungen und sogar Krebsgeschwüren geben. Auch Depressionen oder chronische Stimmungsschwankungen können dadurch ausgelöst werden. Doch wie kann es so weit kommen? Wie kann das Gleichgewicht der Darmbakterien überhaupt gestört werden? Also die hauptsächlichen Gründe sind Ernährung, dass ich mich einfach falsch ernähre oder meine Ernährung sehr schnell umstelle. Dass ich auf Reisen gehe, da stelle ich meine Ernährung ja zwangsläufig auch um. Dass ich unter Stress bin, das führt dazu, dass die Darmflora mal sich ändert. Und, das kennen die meisten, Antibiotikagabe. Antibiotika führen dazu, dass nicht nur die krankmachenden Erreger abgetötet werden, sondern vor allem, wenn es Breitbandantibiotika sind, auch die gesunde Darmflora in Mitleidenschaft gezogen wird. Könnte vielleicht auch bei Martina Ochse die Darmflora aus dem Gleichgewicht gekommen sein? Inzwischen hat sie das Laborergebnis ihrer Stuhlprobe zurückbekommen. Und das Ergebnis zeigt eine deutliche Verschiebung, wie wir schon vermutet hatten, in der Darmbakterienflora. Im Dünndarm haben wir hier nachweislich einen deutlichen Mangel an Lactobacillen nachweisen können. Martina Ochses Arzt hatte also recht mit seiner Vermutung. Die Darmflora der 49-Jährigen ist massiv geschädigt. Ein Ergebnis, das im Herborner Analyselabor durchaus keine Seltenheit ist. Wir sehen sehr häufig, dass Milchsäurebakterien, zu denen die Lactobacillen oder Bifidobakterien gehören, vermindert sind.
Und wir wissen auch aus vielen Studien, dass bei allergischen Patienten, und dazu gehört ja die Frau Ochs auch, gerade diese Bakterien eine Rolle spielen im Zusammenhang oder im Zusammenspiel mit dem Immunsystem. Vielleicht wurden Darmbakterien bei Martina Ochse zusätzlich durch Antibiotika geschwächt, die sie wegen eines Zeckenbisses 3 Monate lang einnehmen musste. Martina Ochse versucht es seit einigen Wochen mit Tropfen. Die bestehen aus einer speziell abgestimmten Darmbakterienmixtur. Sie soll den Darm langfristig regenerieren. Das ist das erste Mal, dass ich keine Probleme mehr mit der Neurodermitis habe. Und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Dank neuer Darmbakterien fühlt sich Martina Ochse im Moment jedenfalls wieder richtig wohl in ihrer Haut.